Wir befinden uns in der Lviv-Universität. Sie trägt den Namen einer der berühmtesten ukrainischen Dichter, Schriftsteller, Übersetzer und Politiker, Ivan Franko. Sein Denkmal sehen wir auch hier und auch eins neben der Universitätsgebäude. Unsere Universität ist eine der ältesten und auch der berühmtesten Universitäten in der Ukraine. Und dieses Jahr wurde sie auch zu einer der beliebtesten Universitäten bei den Abiturienten. Ausgebildete Professoren, professionelle Lehrstuhlleiter und außerdem eine atemberaubende Architektur und umfassende Geschichte sorgen für eine besondere Atmosphäre. Eine Renault-Atmosphäre. Schau mal vorbei, du wirst es nicht bereuen. Das ist der Palast von Konstantin Pornak. Dieser Palast wurde 1580 von Peter Warborn für den griechischen Kaufmann Konstantin Pornak gebaut. Nach damaligen Gesetzen dürfen alle Gebäude auf dem Marktplatz nur drei Fenster haben. Erst der reichste Mann, Konstantin Pornak, konnte diese Regel nicht brechen. Erst später für seine Verdienste von dem polnischen König erhielt er dann Recht, den Palast mit 6 Fenstern zu bauen. Außerordentliche Attraktion des Palasts ist der italienische Hof, der sehr typisch für Florenz und Rom ist. In den wärmeren Monaten gibt es auf dem Hof ein sehr gemütliches Café mit romantischer Atmosphäre. Traditionell finden dort verschiedene Konzerte, Festivals der klassischen Musik und Jazz statt. Dachtet ihr, dass ihr in Italien seid? Nein, das ist Lviv. Hallo, wir sind hier, auf dem höchsten Punkt von Lviv. Das ist ein Hügel, der das Hohe Schloss heißt. Es ist sehr beliebt, nicht nur bei den Touristen, sondern auch bei den Einheimischen. Man kann es in jeder Zeit besuchen, egal ob es Abend oder Morgen ist. Die beste Aussicht ist aber in der Nacht und am besten in einer warmen Sommernacht. Alles leuchtet und die Stadt sieht traumhaft aus.